guess it's true, I'm not good at a one-night stand. Ja, liebes Brautpaar, liebe Gäste, ich hoffe, man hört mich gut. Es ist ein bisschen windig, das trägt manchmal die Stimme leicht weg. Ich hoffe, ihr fühlt euch nicht angeschrien, wenn ich so laut rede. Ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen zur heutigen Trauung von Sabrina Ebbers und Yasin Chahan. Mein Name ist Yvonne Echterhoff, ich bin heute die zuständige Standesbeamtin. Und es ist für mich immer wieder was ganz Besonderes und Aufregendes, ein Paar trauen zu dürfen, das sich eben traut, dem gemeinsamen Weg durch ein ganz offizielles Jahr eine Bestätigung zu geben. Ganz besonders begrüßen möchte ich natürlich auch eure beiden Trauzeugen, Diana Degner und Yasmin Ugolu, die euch in all der schönen Aufregung heute zur Seite stehen. Liebe Sabrina, lieber Yasin, wir haben uns vorab schon ein wenig kennengelernt und uns auf ein Du geeinigt. Das freut mich, weil es mir die Möglichkeit gibt, die ganze Trauung ein wenig persönlicher zu gestalten. Ja, nun ist es also soweit. Nun haben alle Vorbereitungen und Planungen ein Ende gefunden und der große Tag ist jetzt da. Heute wollt ihr beiden in diesem schönen feierlichen Rahmen ganz offiziell Ja zueinander sagen und das gemeinsam mit euren Familien und Freunden feiern. Vielleicht seid ihr auch ein bisschen aufgeregt und da trifft es sich ganz gut, dass ich noch verpflichtet bin, ein paar bürokratische Dinge zu klären. Liebe Sabrina, lieber Yasin, ihr habt bei der Anmeldung der Eheschließung den Namen des Ehemannes Chahan zum gemeinsamen Familiennamen bestimmt. Bleibt es bei eurer Entscheidung? Gibt es Änderungen, die die tatsächlichen Verhältnisse der Ehevoraussetzungen betreffen? Das ist etwas Bürokratendeutsch, ich muss es so formulieren. Seid ihr inzwischen umgezogen? Nein. Hat jemand anderweitig geheiratet? Ich hoffe es nicht. Dann stelle ich hiermit ganz offiziell fest, dass die Anmeldung zur Eheschließung ordnungsgemäß erfolgt ist und ich bereit bin, gleich euer gemeinsames Ja-Wort entgegenzunehmen. Damit ihr aber noch ein bisschen durchatmen könnt, habe ich eine kleine Geschichte ausgewählt, die ich nun gerne vortragen möchte. Yasin, in unserem Kennenlerngespräch hast du erzählt, dass ihr beiden oft wie Feuer und Wasser seid. Da passt es natürlich ganz gut, dass ich einen Text gefunden habe, der genau so heißt. Feuer und Wasser. Als Feuer und Wasser sich das erste Mal begegneten, waren sie voneinander fasziniert. Das Feuer war ungestüm und temperamentvoll, leuchtend und heiß, brodelnd und aufregend. Das Wasser hingegen floss ausgeglichen vor sich hin, war klar und beruhigend, glitzernd und erfrischend. Staunend betrachteten sich Feuer und Wasser. Beide entdeckten am anderen unzählige Eigenschaften und Besonderheiten, die sie an sich nicht kannten. Und da sich Gegensätze bekanntlich anziehen, blieb es nicht aus, dass sich Feuer und Wasser ineinander verliebten. Sie trafen sich, hatten Spaß miteinander, lernten voneinander und ergänzten sich wunderbar. Weil sie sich gegenseitig so kostbar geworden waren, beschlossen Feuer und Wasser, für immer zusammen zu bleiben. Sie feierten ein großes Fest. Viele Gäste waren geladen, auch der Wind. Im wahrsten Sinne des Wortes. Der schenkte ihnen eine bauchige Flasche mit wertvollem Inhalt. Nach der Feier öffneten Feuer und Wasser die Flasche und entnahmen daraus eine alte Schriftrolle. Auf dem Pergament stand Folgendes geschrieben. Passt auf, dass ihr eure Individualität behaltet. Ihr seid so verschieden und schätzt dies aneinander. Hütet diesen Schatz, denn dieser ist das Geheimnis eurer Liebe. Respektiert eure Grenzen. Lernt voneinander, aber versucht nicht, euch gegenseitig umzuerziehen. Entdeckt immer wieder Neues aneinander. Glaubt nie, dass ihr das Geheimnis des anderen gelüftet habt. Und achtet einander jeden Tag eures gemeinsamen Lebens. Feuer und Wasser lasen die Flaschenpost aufmerksam durch und dachten darüber nach. Dann stellten sie die bauchige Flasche gut sichtbar in ihrer gemeinsamen Wohnung auf, um immer wieder an deren Inhalt erinnert zu werden. Liebe Sabrina, lieber Yasin, ihr beiden seid oft grundverschieden, eben wie Feuer und Wasser. Yasin, du hast in unserem Kennenlerngespräch aber erzählt, dass die Rollen dabei nicht immer festgelegt sind. Mal bist du das Feuer, mal Sabrina,
Mal kannst du als ruhiges Wasser die Wogen glätten, ein anderes Mal kann Sabrina das Temperament ausgleichen. In eurer gemeinsamen Zeit habt ihr diese Erfahrung schon oft gemacht. Ihr kennt euch gut und schätzt die Eigenschaften des anderen. Auch oder gerade weil sie so anders als die eigenen Charakterzüge sind. Und mir schien in unserem Gespräch fast, dieses Wechselspiel, diese Reibung, davon lebt eure Beziehung zueinander. Ihr seid immer in Bewegung, Ruhe kennt ihr eigentlich nicht. Ihr habt mich in unserem Gespräch ein wenig teilhaben lassen an eurer ganz persönlichen Geschichte. Wie es überhaupt dazu kam, dass wir alle hier heute gemeinsam diesen besonderen Tag mit euch erleben und feiern dürfen. Mit euch und euren Familien und Freunden möchte ich nun ein wenig auf diese eure ganz persönliche Geschichte zurückblicken. Überlegst du, was er alles erzählt hat? Im Mai 2013 brauchtest du, Sabrina, jemanden, der den Garten deines Hauses auf Vordermann bringt. Und über deine Kosmetikerin wurde dir Yasin als selbstständiger Gartenlandschaftsbauer empfohlen. Und obwohl ihr beide aus Bocholt kommt und sich eure Bekanntenkreise zum Teil überschnitten, kanntet ihr euch bis zu diesem Zeitpunkt nicht. So warst also du, Yasin, im Mai damals über mehrere Wochen bei Sabrina im Garten beschäftigt. Da lernt man sich natürlich kennen. Sabrina versorgte dich mit Kaffee, den ihr gern gemeinsam trankt, und du halfst ihr auch mal beim Lampe aufhängen. An diese kleine Anekdote habt ihr euch in unserem Gespräch lachend erinnert. Sabrina, du hast versucht, ein Loch zu bohren, es kamen sogar schon Funken, und du hast dich doch sehr gewundert, weshalb das nicht klappt, bis Yasin nüchtern feststellte, du bohrst falsch herum. Yasin, du warst bei unserem Treffen überzeugt, das hat sie mit Absicht gemacht. Was du, Sabrina, jedoch lachend verneint hast. Aber mit solchen kleinen Geschichten neckt und ärgert ihr beiden euch gern immer wieder. Das gehört bei euch dazu. Es folgte noch eine Einladung in ein türkisches Restaurant in Duisburg, gemeinsam mit Yasins Mitarbeitern. Eigentlich wolltest du, Sabrina, ja alle zum Essen einladen. Aber Yasin ließ es sich nicht nehmen, alle mit dem Firmenbulli zum Restaurant nach Duisburg zu fahren. Sabrina, du hast erzählt, wie schön es dort war. Und besonders die Gastfreundlichkeit ist dir in Erinnerung geblieben. Dann, irgendwann nach 2 bis 3 Wochen, näherten sich die Gartenarbeiten langsam dem Ende. Aber es mussten natürlich noch ein paar neue Pflanzen her. Was lag da näher, als dass Yasin Sabrina mit dem Bulli abholt, um gemeinsam zum Pflanzenhandel zu fahren? Und als ihr da so für euch wart, da hat es schließlich gefunkt. Gewissermaßen durch die Blumen, wenn man so will. In den nächsten Tagen habt ihr euch täglich gesehen und bis spät nachts beisammen gesessen und geredet und erzählt. Palettenweise Red Bull sei Dank, sonst wärt ihr so lange gar nicht wach geblieben. Vielleicht habt ihr euch auch deshalb so gut verstanden, weil ihr ja beide schon mit beiden Beinen im Leben standet, wie man so schön sagt. Ihr habt beide bereits ein Kind und wisst, dass das Leben auch nicht immer nur geradlinig verläuft. So gelingt es einfacher, auch die Turbulenzen zu meistern, die sich euch beiden dann auch boten. Eure Beziehung musste auch einige Tests bestehen, aber ihr habt es gemeinsam geschafft. Yasin, du hast in unserem Gespräch erzählt, dass du auch gesundheitlich angeschlagen warst und später auch noch berufliche Turbulenzen dazu kamen. Aber wie hast du so schön gesagt, Sabrina war immer da. Und genau das ist es doch, was eine tragfähige Beziehung ausmacht. Es ist natürlich schön und wichtig, gemeinsam viele Sonnentage und tolle Erlebnisse zu haben. In diesen Zeiten beisammen zu sein, gelingt mit Leichtigkeit. Aber in den schwierigen Momenten, wenn alles schief geht und manches vielleicht aussichtslos erscheint, in diesen Momenten dann zueinander stehen, ein offenes Ohr für den anderen haben, Ruhe und Geduld zu bewahren, wenn der andere vielleicht gerade nicht ein- noch ausweist, das ist die große Herausforderung, der ihr euch schon mutig gestellt habt. Und dann wächst man sogar, jeder für sich, aber vor allem gemeinsam als Paar, an diesen Herausforderungen, wie ihr mir erzählt habt. So, dass dann wieder neue Energie da ist für tolle gemeinsame Unternehmungen. Türkeiurlaube, gemeinsame Abende mit gutem Essen, Ausflüge zu den Kölner Lichtern und in den Heidepark Soltau. Bei euch ist eigentlich immer Action. Yasin, wenn es nach dir ginge, könnte sich diese Action im Urlaub aber mal ein wenig legen. Aber da hast du nicht mit Sabrina gerechnet. Im Türkeiurlaub wollte sie unbedingt spazieren gehen. Du hast dich breitschlagen lassen bei 45 Grad. Den Hinweg hattet ihr mit einem Taxi bestritten
Und den Rückweg wollte Sabrina nun laufen, es sei ja nicht so weit. Da kann man ruhig ohne Trinken in der prallen Sonne loslaufen. Vielleicht wäre es auch nicht so weit gewesen, wenn ihr euch nicht komplett verlaufen hättet. So wurde der kleine Spaziergang zu einer ziemlichen Strapaze, aber mit glücklichem Ende. Für die Flitterwochen hast du Yasin deshalb schon mal klargestellt, wir laufen nur noch vom Zimmer zum Pool, zum Strand und zurück. Auch wenn du Sabrina verstehen kannst. Sie arbeitet halt den ganzen Tag drinnen, ich draußen, hast du erzählt. Sie möchte nach Feierabend raus, ich möchte abends nur noch gemütlich drinnen sein. Ich bin mir sicher, dass ihr für die Flitterwochen da einen guten Kompromiss findet. Vielleicht macht ihr keine großen Gewaltmärsche, sondern bewegt euch lieber abends ganz entspannt bei einem Tanz an der Bar ein wenig. Dann könnt ihr euch auch nochmal zurückerinnern an diesen Tag in Oberhausen an der Promenade, als das Stück Nothing Else Matters lief, das Sabrina so gern mag. Wie Yasin dich da spontan packte und mit dir im sommerlichen Regen getanzt hat, das war einer der schönsten Momente, wart ihr euch einig. Ein weiterer besonders schöner Moment, das war natürlich der Heiratsantrag. Yasin, du hast vorher ganz klassisch um Sabrinas Hand angehalten, davon wusste sie aber natürlich nichts, denn es sollte ja eine Überraschung werden. Da Sabrina ja Feuerwerk liebt, was bot sich da besser an als ein Antrag an Silvester? Zuerst habt ihr den Abend auf einer Familienfeier verbracht. Und als ihr dann zu später Stunde nach Hause kam, sagtest du, Yasin, dass du noch ein paar Raketen hättest, die ihr ja noch gemeinsam abfeuern könnt. Das hattest du zwar auch, aber vor allem musstest du ja noch schnell reinhuschen, um den Ring zu holen. Sabrina, als Yasin vor dir auf die Knie ging, warst du völlig überwältigt. Und man munkelt, du hättest Ja gesagt, bevor die Frage überhaupt zu Ende gestellt war. Das hast du aber lachend bestritten. Wie dem auch sei, ob die Frage nun zu Ende formuliert war oder nicht, du hast Ja gesagt und vor Freude geweint. Und dann hast du nachts um 3 alle angerufen, weil du deine Freude unbedingt teilen musstest. Ja, so sind wir also heute alle hier angekommen, um mit euch beiden diese große Freude über eure Liebe zu teilen. Im nächsten Jahr möchtet ihr in euer Haus umziehen, dann kommt ihr beiden auch wohnlich an. Sabrina, du hast in unserem Gespräch etwas ganz Tolles gesagt, wie ich finde, das mir hängen blieb. Ankommen ist unser großes gemeinsames Thema, weil immer alles so turbulent ist. Aber angekommen mit Yasin bin ich jetzt schon. Bye, bye, bye. Genau das wünsche ich euch beiden von Herzen. Die Gewissheit, beim anderen angekommen zu sein und mit dem Partner einen Fels in der Brandung hinter sich zu wissen. Habt ein offenes Ohr und einen wachen Verstand dafür, was gerade in dem anderen vorgeht, was ihn bewegt. Ob er gerade das Feuer ist und einen kühlen Gegenpart benötigt oder ob ein wenig Hitze gegen das Eis gerade gut täte. So schafft ihr es, euch auszugleichen und gemeinsam ein unschlagbares Team zu bleiben. Ganz gleich, wie aufregend oder auch mal chaotisch die äußeren Umstände sein mögen, seid euch immer bewusst, dass ihr beieinander angekommen seid und von der Böe bis zum Sturm alles gemeinsam schaffen könnt. Ich frage zunächst dich, Yasin Chan. Willst du mit deiner Verlobten Sabrina Ebbers die Ehe schließen? Dann antworte bitte mit Ja. Ja. Und ich frage auch dich, Sabrina Ebbers. Willst du mit deinem Verlobten Yasin Chan die Ehe schließen? Dann antworte bitte mit Ja. Ja. Nachdem ihr beide meine Frage, ob ihr die Ehe miteinander schließen wollt, mit Ja beantwortet habt, stelle ich nunmehr fest, dass ihr Kraftgesetzes rechtmäßig verbundene Eheleute seid. Komm.